Anita Hofmann, geboren am 13. April 1977 in Sigmaringen, ist eine talentierte deutsche Popsängerin und Songwriterin, die vor allem durch ihre musikalische Karriere mit ihrer Schwester in der Gruppe, Anita Alexandra Hofmann, bekannt wurde. Doch hinter dem Bühnenglanz und den schwungvollen Melodien war Anitas Leben voller Schmerz und herzzerreißender Geheimnisse, die erst enthüllt wurden, als sie 47 Jahre alt wurde. Aufgewachsen in einer musikbegeisterten Familie, zeigten Anita und ihre Schwester Alexandra schon bald ihr natürliches Talent. Doch hinter diesen Erfolgen lastet ein unsichtbarer Druck, der schwer auf Anitas Schultern lastet. Sie versuchte immer, in der Öffentlichkeit ein perfektes Image zu bewahren und verbarg ihre persönlichen Schwierigkeiten, insbesondere ihren jahrelangen Kampf gegen Bulimie. Im Jahr 2024, auf dem Höhepunkt ihrer Solokarriere mit ihrem Debütalbum Voll auf Schlager, stellte sich Anitas Leben plötzlich auf den Kopf, als ihr Ehemann Christian Philipp, der ein starker Dreh- und Angelpunkt gewesen war, ein schreckliches Geheimnis preisgab. Christian erklärte öffentlich, dass Anita mit schweren psychischen Störungen zu kämpfen hatte und zeitweise versuchte, mit ungesunden Methoden umzugehen. Diese Enthüllung führte dazu, dass Anita in einen Wirbelsturm der öffentlichen Kritik geriet und die verborgenen Ecken enthüllte, die sie immer zu verbergen versuchte. Die Informationen von Christian verletzten Anita nicht nur, sondern führten auch dazu, dass sie das Vertrauen in die Menschen um sie herum verlor. Die Öffentlichkeit verurteilte und verunglimpfte sie und machte sie von einer musikalischen Ikone zu einer umstrittenen Figur. Anita gab zu, dass sie sich in der Vergangenheit an einigen dubiosen Geschäftsaktivitäten beteiligt hatte, um ihre Karriere und ihre Familie aufrechtzuerhalten. Dieser Skandal beeinträchtigte nicht nur Anitas Karriere, sondern führte auch zu einem schweren geistigen Verfall. Der Verlust ihres geliebten Vaters Josef Hofmann im Jahr 2023 war für Anita einer der größten Schocks. Er ist nicht nur eine Inspiration, sondern auch jemand, der sie in jedem Schritt ihres Lebens stets unterstützt. Sein Tod hinterließ eine unfüllbare Lücke in Anitas Herzen. Gleichzeitig hinterließ die Auflösung der Gruppe Anita Alexandra Hofmann Ende 2022 auch viel Bedauern und Nostalgie, sodass sie sich einsamer denn je fühlte. In ihrer 2024 erschienenen Autobiografie, Be Simply Beautiful, stellt sich Anita offen mit ihrer Vergangenheit. Sie erzählte von ihrem Kampf mit sich selbst, von den Tagen, als sie an einer Essstörung litt, bis zu den Zeiten, als sie beruflichem Druck ausgesetzt war. Anita gab zu, dass der Versuch, ein perfektes Image aufrechtzuerhalten, sie den wahren Wert ihrer selbst und ihrer Familie vergessen ließ. Obwohl ihr Mann ihr Geheimnis preisgab, beklagte sich Anita nicht, sondern sah darin eine Gelegenheit, sich der Wahrheit zu stellen und ihr Leben zu ändern. Derzeit nimmt sie an Programmen zur Unterstützung von Menschen mit Essstörungen teil und inspiriert sie durch ihre eigene Geschichte. Den Ausgleich findet Anita auch durch die Moderation einer Radiosendung, bei der sie sich auf einer tieferen Ebene mit ihrem Publikum unterhalten und eine Verbindung herstellen kann. Im Alter von 47 Jahren versucht Anita Hofmann, ihr Leben und ihre Karriere neu zu ordnen. Sie weicht dem Schmerz nicht länger aus, sondern verwandelt ihn in Kraft, weiterzumachen. Mit der Unterstützung von Familie und Freunden gewinnt Anita nach und nach das Vertrauen der Öffentlichkeit zurück und findet Seelenfrieden. Anita teilt mit: Das Leben ist nicht immer perfekt, aber die Wunden machen mich stärker. Ich hoffe, dass meine Geschichte anderen hilft, zu erkennen, dass es nie zu spät ist, das Problem zu beheben und von vorne zu beginnen. Heute ist Anita Hofmann nicht nur eine talentierte Künstlerin,
sondern auch ein Symbol für Widerstandsfähigkeit und beweist, dass Menschen den größten Schmerz überwinden können, wenn sie den Mut haben, sich der Veränderung zu stellen. Auch wenn sie viele Strapazen durchgemacht hat, gibt Anita Hofmann ihren Wunsch nach Glück und Ausgeglichenheit im Leben noch immer nicht auf. Nach den Turbulenzen mit Christian Philipp beschlossen die beiden, einen offeneren Dialog zu führen, um Sympathie für ihre Ehe zu finden. Anita erkannte, dass Christians Kritik sie nicht stürzen sollte, sondern ihr helfen sollte, sich der Realität zu stellen und Lösungen für tiefsitzende Probleme zu finden, die sie verborgen hatte. Neben der Unterstützung durch ihren Mann ist ihre Schwester Alexandra stets eine starke spirituelle Stütze. Auch wenn sie nicht mehr musikalisch zusammenarbeiten, ist die Liebe zwischen den beiden Schwestern nie verblasst. Alexandra ermutigte Anita nicht nur, sondern half ihr auch, wieder Selbstvertrauen zu gewinnen. Beide organisieren kleine Veranstaltungen in ihrer Heimatstadt Meßkirch, bei denen sie mit Menschen in Kontakt treten und ihre Lebensgeschichten teilen. Nach einem Skandal und persönlicher Trauer beschloss Anita, ihre Karriere neu zu gestalten. Anstatt nach Ruhm und Ehre zu streben, konzentriert sie sich darauf, persönlichere Musik zu schaffen, deren Inhalte ihre Dankbarkeit für das Leben und die Familienwerte zum Ausdruck bringen. Obviously, it will really affect our bottom line because most of our new students, they are deferring their enrollment because they would like to wait for the current situation to maybe subside. So you will see a lot of deferment of registration. So maybe they will come back next year. So that will also affect our bottom line. But what we did was we relooked at our budget, our operation budget, and readjusted so that it does not affect us much. Okay, so there is a lot of things that we learned during this pandemic, and we are now in the third trimester already. So we started in the middle of a trimester, then our May trimester. Now we have started our third trimester. So our staff have adapted to this situation, and hopefully whatever we deliver to our student will benefit them. And also our student, hopefully by now, they will have all the necessary gadget and also the infrastructure for them to receive this online education. Thank you. Great, thanks. Rosie, if I could come to you next, perhaps you could tell us what are the key things that you've learned during this period and how and what you are prioritizing in terms of, teaching students online, but also allowing for the fact that you will be allowed back on campus at some point. Good day. Thank you, Alistair, for the opportunity. So our university is no different than the other universities, except for our university is mostly focused on the marine research and also teachings. I cannot imagine how a marine university, which cannot have access to waters, so which is something that very problematic for us at the start. And then what we did was, for research students, we try to have partner universities to be our co-supervisors for the students, so they can give our international students a lab for them to work on their research. For the undergrad students, we have to measure their psychomotor and also affective. For online courses, we can measure their knowledge, the case, right? However, for the affective and psychomotor, this is something that we need to compensate while working online. So therefore, what we did for the undergrad students is to move from psychomotor to pseudo-psychomotor. It's like when you are dealing with lab experiments, we try to demonstrate all those experience that they can get from the lab experiments through online setup. Like for